aufgedeckt. Derzeit befinden sich Corona-Angesteckte, wobei man nicht weiß, ob sie mit oder wegen Corona auf der Intensivstation liegen, insgesamt 260 Personen. Aber da man nicht weiß, welche Diagnose die Hauptdiagnose ist, ist selbst diese Zahl intransparent. Wenn das Virus so gefährlich wäre, wenn wir in einer Pandemie wären, dann hätte die Regierung nicht die Anzahl der Intensivbetten sukzessive verringert. Im März 2020 hatten wir eine Anzahl von 2600 Intensivbetten und ungefähr 500 in Reserve. Heute sind es nur noch 2100. Warum, wenn alles so gefährlich ist?